Willkommen zu meinem letzten Q&A 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum letzten Q&A 2022. Ja, erstmal möchte ich euch natürlich frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr habt den Heiligabend mit euren Liebsten, mit eurer Familie verbracht, hattet was Leckeres zu essen und wurdet reich beschenkt. Wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm, denn es gibt wichtigere Dinge im Leben als Geschenke, muss ich sagen. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also wie gesagt, ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten. Und ja, ich habe in der letzten Woche eine Fragebox auf Instagram wieder eingestellt und ihr habt mir wieder zahlreiche Fragen geschickt, die ich natürlich hier alle für euch beantworten möchte. Ja, es ist alles wieder dabei, Disneyland, Disney, aber auch private Fragen und ich würde sagen, wir starten. Ja, die erste Frage war, gibt es auch mal ein Video vom Prater Wien von dir? Also ich habe jetzt noch keinen Wien-Ausflug geplant. Wenn ich nach Wien fahren sollte mal, dann bestimmt, aber erstmal ist kein Wien-Trip geplant. Aber mal gucken. Vielleicht, man weiß nie, was 2023 so bringt. Ne? Wir sind ja auch mal sehr spontan mit unserer Truppe. Wer weiß. Mal gucken. Was hat dich 2020 emotional am meisten berührt? Ja, tatsächlich hat mich, glaube ich, 2022 emotional am... Also, ich bin ja eh nicht so der emotionale Mensch nach außen hin. Also, ich zeige ungern meine Emotionen. Vor allem, wenn es so traurige oder emotionale Emotionen sind. Da muss schon viel kommen, dass ich irgendwie was nach außen zeige. Zum Beispiel nach Corona, nach der Eröffnung im Disneyland Paris, da war ich sehr emotional, da konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Aber tatsächlich emotional war auch sehr, dass ich nach über 7 Jahren meinen Arbeitgeber verlassen habe, jetzt ja im Ende November, zum 30. November. Und das war schon ein bisschen emotional, das Team halt dann zurückzulassen, generell komplett von einem Konzern zu einem Startup zu wechseln, in ein neues Land zu wechseln. Das ist natürlich schon emotional und vor allem auch meine Familie und meine Freunde in Deutschland zurückgelassen zu haben. Klar, ich bin jetzt nur 5 Stunden entfernt, das ist jetzt nicht Amerika oder keine Ahnung, Kanada, Australien. Wir haben auch dieselbe Zeitzone, ne? So schlimm ist es nicht. Aber dennoch war es trotzdem sehr emotional für mich, diesen Schritt zu wagen. Ja, wann kam deine große Liebe zu Disney? Also ich war schon immer Disney-Fan, von klein auf. Ich hatte König der Löwen als VHS, Bambi, habe sie immer wieder zurückgespielt. Hatte auch immer schon Handtücher und sonst was von Disney. Bin auch immer als kleines Kind ins Reisebüro gegangen und habe mir den Katalog vom Disneyland Paris geholt. Aber leider war es früher finanziell meiner Familie nicht möglich, ins Disneyland zu fahren, weil es halt doch für so Einmaltrip als Familie halt doch schon teuer war. Ja, deswegen, also ich war schon immer Disney-Fan, aber so richtig angefangen mit dem ganzen YouTube und Disneyland Paris und so, hat es im Juli 2018. War es 18? Ja, es war im Juli 2018, hat es das Ganze angefangen. Im September 2018 habe ich meine Jahreskarte gekauft und seitdem monatlich ins Disneyland Paris gefahren. Ja, also ich würde so sagen, zwischen dem Disneyland Paris Besuch im Weihnachten 2017 und Juli 2018 hat sich das immer mehr entwickelt und habe entschieden, meinen YouTube-Kanal zu eröffnen und auch mehr auf Instagram bezüglich Disney zu machen. In welchem Film der Disney-Meisterwerke-Reihe würdest du eine Rolle übernehmen? Zum Beispiel Ariel. Also ich wäre, glaube ich, nicht gerne Prinzessin. Ich glaube, ich wäre schon ein Villain, ein Bösewicht. Welcher wäre ich denn gerne? Cruella nicht, die tötet kleine Welpen, das geht nicht. Wo ich Cruella schon mag. Die ist cool. Vielleicht Maleficent? Eventuell? Weil die kann sich auch in so einen Raben verwandeln und dann durch die Gegend fliegen und so. Also, aber Ariel wäre natürlich auch cool, weil dann könnte man unter Wasser schwimmen, ne? Aber dann könnte ich auch Ursula sein. Nee, Ursula möchte ich auch nicht sein. Ja, also wenn ich jetzt sagen müsste, Maleficent. Welches Bounding würdest du gerne noch machen? Boah,
Welches Bounding würde ich gerne noch machen? Ich habe noch ein Ariel-Bounding, was ich tatsächlich noch offen habe, was ich noch nicht gemacht habe. Elsa, Anna. Es gibt noch viele Boundings, die ich noch gar nicht gemacht habe. Also da stehen mir noch viele Türen offen. Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr zur Princess Celebration. Wann fährst du wieder ins Disneyland Paris? Ja, das ist direkt schon fast vor der Tür. Und zwar am 3. Januar fliege ich nach Disneyland Paris mit der Vicky, meiner neuen Arbeitskollegin, mit der ich mich super verstehe. Also wir haben uns direkt von Anfang an super verstanden, haben direkt gleich Disneyland Paris geplant. Läuft bei uns. Deswegen, also wir sind vom 3. bis zum 5. Januar im Disneyland Paris. Und natürlich nehme ich euch wieder mit der Kamera mit, auch in den Stories. Also keine Sorge, es gibt wieder genug Disneyland Paris-Content, wenn wir da sind. Und danach ist es tatsächlich dann schon zu Brinas Geburtstag Anfang Februar, das erste Februarwochenende. Genau, dann sind wir wieder im Disneyland Paris zusammen als Truppe. Wann machst du mal wieder eine Disney Cruise? Ja, puh, eigentlich war es ja im Mai geplant, nächstes Jahr. Also, wir hatten nichts gebucht, aber ich hatte mir schon mal die Disney Cruises angeguckt, die jetzt hier in Europa fahren. Und hat mir auch eine Reise nach Barcelona sehr gut gefallen. Für eine Woche, aber man muss natürlich sagen, erstmal haben sie die Disney-Cruise-Preise hier in Europa so stark angehoben. Sie haben ja das Schiff gewechselt. Vorher war es die Disney Magic hier in Europa, jetzt kommt die Disney Dream. Und ich weiß nicht, ob es an der Disney Dream liegt oder an der Inflation oder keine Ahnung, aber die Preise sind so krass nach oben geschossen. Wir hätten für eine Woche ab Barcelona um die 2.000 € bezahlt pro Person und da war auch der Flug, glaube ich, noch nicht mal dabei. Deswegen, und ich habe ja weniger Urlaubstage hier in der Schweiz und meine Mama möchte unbedingt mit mir auf die AIDA nach Dubai. Und deswegen werden wir, glaube ich, schon die AIDA-Kreuzfahrt Dubai machen, also Orient für eine Woche anstelle von der Disney Cruise. Ja, aber mal gucken, vielleicht übernächstes Jahr. Wie gesagt, diese Cruises sind schon arschteuer, wenn man das so sagen kann. Und es gibt halt auch nicht viele Personen, die mit mir da aufs Schiff gehen möchten. Meine Mama war natürlich ja schon zweimal und wird natürlich wieder mit mir fahren, weil sie es mir zuliebe macht, aber es ist halt schon extrem teuer. Und ja, deswegen. Also 2023 eher keine Disney Cruise mehr. Leider, wo ich sehr gerne auf die Team Europa Tour gegangen wäre. Wie lange bist du jetzt schon mit deinem Freund zusammen und wie groß ist euer Altersunterschied? Ja, ich bin über 7 Jahre jetzt mit meinem Freund zusammen und unter allen das Unterschied beträgt 9 Jahre. Bist du nicht manchmal total erschöpft, wenn du so viel unterwegs bist? Schon, ja. Also ich bin auch schon erschöpft. Wir waren ja jetzt in London gewesen, 4 Tage anstelle von 2 wegen Flugstornierung und so. Wenn ihr euch den Vlog angucken wollt, verlinke ich euch gerne bei dem i. Schaut da mal vorbei. Aber ich habe euch da auch mitgenommen. Und ich war wirklich froh, zu Hause gewesen zu sein. Und dann habe ich auch wirklich am nächsten Tag ausgeschlafen bis 10 Uhr, was normalerweise nicht so mein Fall ist. Ich bin sonst am Wochenende auch spätestens um 8 wach oder 8:30. Da habe ich bis 10 gepennt, weil ich wirklich Schlaf nachholen musste. Ich war wirklich erschöpft, war müde, aber. Und auch nach Disneyland Paris. Also 3 Tage Disneyland Paris ermüden einen. Es ist super anstrengend. Aber irgendwie, keine Ahnung. Hole ich irgendwo die Kraftreserve noch her, um halt an diesem Trip durchzuhalten und mir eine schöne Zeit zu machen. Und dann zu Hause versuche ich dann halt ein bisschen zu entspannen, auf der Couch zu liegen, meine Videos währenddessen zu schneiden, weil die müssen ja auch noch geschnitten werden. Aber ich kann tatsächlich auch nicht, also jetzt ein komplettes Wochenende, klar, wenn ich jetzt hier so 4 Tage in London war, dann freue ich mich auf ein komplettes Wochenende zu Hause. Aber wenn ich die ganze Woche gearbeitet habe und dann auf Wochenende auch noch zu Hause bin, dann kriege ich schon wieder Hummeln im Arsch. Und denke mir, oh nee, du musst schon wieder irgendwo raus. Keine Ahnung, irgendwie in den Schnee wandern, irgendwas unternehmen, essen gehen, rausgehen oder so. Irgendwie, keine Ahnung. Also der Dezember war ja schon relativ ruhig an den Wochenenden, weil ich sonst nichts unternommen habe am Wochenende, außer jetzt hier in der Schweiz. Aber sonst gehe kein Freizeitpark oder so. Und das hat mir schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Also. Ja, im Januar wird es auf jeden Fall ändern, da ist schon einiges geplant. Also, ne? Ich muss mich nicht langweilen. Aber wie gesagt, natürlich bin ich auch mal erschöpft nach den ganzen Trips. Aber ich versuche dann früh ins Bett zu gehen. Bin auch noch ein bisschen angeschlagen von meiner Erkältung. Versuche halt früher ins Bett zu gehen und ja, abends halt ein bisschen dann zu chillen. Kinder in Planung in der nahen Zukunft.
Also ich möchte schon auf jeden Fall irgendwann Kinder haben, so Gott, wenn man das so sagen kann, so Gott will, wenn es klappt. Aber ja, auf jeden Fall möchte ich schon irgendwann Kinder haben. Hast du dich schon etwas eingelebt in Zürich? Ja, also auf jeden Fall. Ich fühle mich hier wohl. Ich kenne das hier ja schon alles. Ich war ja hier schon oft genug zu Besuch bei meinem Freund und ja, kenne die Stadt, weiß, wo alles ist. Natürlich neue Arbeitgeber, neue Leute, aber ich bin ein Mensch, der sich relativ schnell anpasst, auch mit fremden Menschen relativ schnell gut klarkommt und kommunikativ ist, also das auf jeden Fall. Natürlich ist es trotzdem, also man sagt, wir sprechen ja einigermaßen dieselbe Sprache, aber dennoch ist es trotzdem ein anderes Land mit anderen Gepflogenheiten, an die man sich natürlich auch anpassen muss. Aber ich denke schon, also ich habe mich schon eingelebt hier, ja, und freue mich auf die weitere Zeit hier in der Schweiz. Wieso geht dein Freund nicht mit dir ins Disneyland? Das ist doch ein Pärchenerlebnis. Ja. Also ich finde jetzt nicht, Disneyland Paris ist ein Pärchenerlebnis. Disneyland Paris ist ein mit lieben Menschen Erlebnis. Also so, wenn ich so sagen kann, weil, wie gesagt, mein Freund mag nicht so gern Freizeitparks und auch nicht Disney. Und ich gehe ja auch nicht mit ihm zu seinen Hobbys, ne, die er gern macht. Weil ich würde mich da auch nicht wohlfühlen oder mir würde es auch nicht gefallen. Und ich würde es halt gezwungenermaßen dann halt für ihn tun, aber er wüsste, ich würde mich nicht dabei wohlfühlen und so genauso geht es mir, wenn er mit ins Disneyland Paris kommen würde, weil er würde es für mich eventuell tun. Er hat es ja auch schon einmal gemacht, ist ja nicht so. Aber ich weiß, es ist nicht sein Metier, er mag es nicht und ich würde auch immer ein schlechtes Gewissen haben, dass er dabei ist. Und deswegen verbringe ich lieber die Zeit im Disneyland Paris mit Menschen, die es wirklich mögen, die ich auch sehr gerne habe, wie Daniel, Brina, Sven, Vicky jetzt. Und habe dort eine tolle Zeit. Wir genießen das zusammen. Und ich muss ganz schlecht das Gewissen haben, dass ich irgendjemanden zwinge, mit mir ins Disneyland zu fahren. Also, ich finde nicht, dass es ein Pärchenerlebnis sein muss, sondern ein Erlebnis mit lieben Menschen. Aber ich habe auch kein Problem damit, mal alleine ins Disneyland Paris zu fahren. Fährst du nächstes Jahr in einen anderen Disney-Park? Also, ich spiele schon mit dem Gedanken tatsächlich, ja. Es steht aber noch nichts fest und es wird auf jeden Fall nicht Orlando sein. Orlando war dieses Jahr genug. Zweimal Orlando reicht. Aber ich spiele schon mit dem Gedanken. Aber es steht noch nichts fest und mal sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall früh genug erfahren, wenn irgendwas feststeht. Welches Themenland im Disneyland Paris in Paris ist dein Favorit? Ich muss sagen, wenn jetzt nicht so viele Menschen da wären, ist es tatsächlich das Fantasyland. Mit dem Schloss und den ganzen, dem Karussell und den Prinzessinnen und Dumbo und so, es ist alles so schön rosa. Also das Fantasyland ist tatsächlich mein Favorit. Wenn ich nur mal so, also Fantasyland ist auch immer der vollste Themenbereich. Also es ist immer super voll. Aber tolle Attraktionen und ja, die Farbgebung ist genau mein Ding. Also das Fantasyland. Wie bist du darauf gekommen, so oft ins Disneyland zu fahren? Ja, ich habe ja schon gesagt, September 2018 habe ich meine Jahreskarte gekauft und vorher auch da mit YouTube angefangen. Meine ersten YouTube-Videos waren vom Run Disney Event 2018, die waren furchtbar vom Ton her. Oh, egal. Und ja, und dann habe ich halt meine Jahreskarte gehabt und dann kamen halt die ersten Events. Ich glaube, dann war es Halloween. Dann war ich bei diesem Jazz-Konzert in den Walt Disney Studios und dann kam irgendwie Weihnachten und dann, keine Ahnung, und dann hat sich das irgendwie ist es immer mehr geworden und ich habe halt die Freunde dazu gefunden, die mit mir fahren so oft mit Jahreskarte und deswegen hat sich das so eingespielt. Also es gab nicht den einen Moment, klar, YouTube und Instagram haben ihr Zutun getan, wenn man das so sagen kann, aber mir macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß. Wie waren die ersten Tage in der Schweiz? Ja, gut, entspannt, muss ich tatsächlich sagen. Mein neuer Arbeitgeber ist super, die Leute sind toll, der Job macht mir bisher Spaß. Ja, waren gut die ersten Tage. Natürlich noch ein bisschen, ist immer noch nicht alles geregelt mit Krankenversicherung in Deutschland. Und ich bin jetzt hier angemeldet, habe jetzt ein Konto, aber Kreditkarte habe ich noch nicht, weil ich noch einen Lohnauszug hinschicken muss, an den ich erst Ende des Monats bekomme. Es ist halt nur ein bisschen Bürokratie zu erledigen, aber das wird alles und ja, ich bin mir sicher, die nächsten Monate wird alles gut. Aber ich fühle mich wohl in der Schweiz. Also musste mir tatsächlich auch ein bisschen warm werden mit dem Land. Also als mein Freund am Anfang hergezogen ist,
war ich jetzt nicht der größte Fan von der Schweiz, wenn man das so sagen darf. Aber ja, ich habe mich daran gewöhnt, wie es hier abläuft, wie die Menschen drauf sind, die Preise. Und ja, so langsam gefällt es mir doch schon hier. Natürlich ein Manko ist, dass meine Familie und meine Freunde so weit weg sind. Liebe Moni, irgendwie habe ich was verpasst. Fährst du jetzt gar nicht mehr regelmäßig ins Disney in Paris? Also, ich weiß nicht, ob ich das nicht so kommuniziert habe, aber ich fahre natürlich weiterhin ins Disneyland Paris. Ich muss halt wahrscheinlich immer fliegen. Dazu wird es dann auch ein Video geben hier. Mit dem Flugzeug ins Disneyland Paris auf jeden Fall. Aber es wird natürlich weiterhin Disneyland Paris Videos geben und auch, dass ich ins Disneyland Paris fahre. Wie gesagt, die nächsten zwei Trips sind geplant. Im Januar und im Februar. Im Dezember bin ich halt jetzt nicht gefahren, weil ich auch im November zweimal da war. Und im Dezember wegen dem neuen Job und so hat sich das jetzt nicht ergeben. Wäre die Inside Ears Weihnachtsfeier am 17. Dezember gewesen, was wir ja so spekuliert haben, dann wäre ich auch hingeflogen. Aber, nee, also ich fahre weiterhin regelmäßig ins Disneyland Paris oder fliege. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wie viel Euro gibst du für deine Disneyland Paris Besuche aus pro Jahr? Boah, das ist schwierig zu sagen. Also, war auch bei Daniels Q&A eine Frage. Ich sage mal, ohne Shoppen, ohne was ich mir jetzt sonst so kaufe, nur für die Aufenthalte, ohne, also bevor ich jetzt geflogen bin, waren es immer auch so 250 bis 300 € pro Aufenthalt. Ne, mit Sprit, Maut, Benzin, das habe ich schon gesagt, Sprit, Hotelkosten und Essen. Ne, also wir würden jetzt jeden Tag irgendwie ins Walls gehen, dann wird das auch das Budget sprengen. Aber ich denke, mit so 250 bis 300 € war ich so gut dabei für einen Wochenendtrip ins Disneyland Paris. Also ja, Hotel immer so zwischen 50 bis 150 € kommt immer natürlich drauf an. Dann natürlich die Spritkosten, die Maut kommt natürlich auch drauf an, wie viele Personen wir sind. Fahren wir zu zweit, fahren wir zu viert, können wir uns die Hotelkosten noch mehr teilen. Übernachten wir in einem Disney-Hotel, übernachten wir außerhalb in einem günstigen Hotel. Also es sind viele Faktoren, die die Preise natürlich beeinflussen. Und natürlich auch das Essen. Aber wie gesagt, auch ohne Shopping-Einkäufe. Ja. Und dann pro Jahr, keine Ahnung. Ich bin mindestens 12 Mal im Jahr da. Im Juli waren es, glaube ich, 3 Mal. Im November waren es 2 Mal, dafür nicht im Dezember. Also ja, könnt ihr euch ja selbst ausrechnen. Was sollte man definitiv als erstes machen beim ersten Besuch im Disneyland Paris? Boah, schwierig. Erstmal über die Main Street zu laufen. Also ich würde auf jeden Fall erst in den Disneyland Park gehen, nicht in die Walt Disney Studios. Und dann erstmal in den Park gehen, die Magie auf sich wirken lassen und über die Main Street laufen Richtung Schloss. Und ich würde erstmal sagen, ein paar Schlossbilder machen. Also wenn ich jetzt eine Sache sagen müsste, dann würde ich erstmal sagen, über die Main Street laufen und Schlossbilder machen. Und dann gucken, was ihr machen wollt. Also, ne, was ihr priorisiert, Attraktionen, Shows, Charaktere. Ja. Würdest du eher nie mehr Disney-Filme schauen oder nie mehr ins Disneyland? Das ist ganz klar, ich würde nie mehr Disney-Filme schauen und stattdessen ins Disneyland fahren. Also, ich bin eh nicht so der Filmeschauer. Ich gucke mir natürlich Disney-Filme ab und zu an, aber wenn ich jetzt die Wahl treffen müsste, dann nie wieder Disney-Filme schauen und dann stattdessen ins Disneyland zu fahren. Hallo, konntest du dein Studium beenden, beziehungsweise machst du es aus der Schweiz weiter? Ja, tatsächlich konnte ich mein Studium beenden. Ich habe meine Masterarbeit Mitte November abgegeben und habe noch kein Ergebnis. Also ich weiß noch nicht, ob ich bestanden habe oder nicht, aber das war ja das Letzte, was ich machen musste. Masterarbeit abgegeben und hoffe, dass ich bestanden habe. Und dann ist mein Studium jetzt auch beendet. Also ich bin sehr froh darüber. Also oh, ich weiß gar nicht, wie lange es ging. Ich glaube, über knapp 3,5, 4 Jahre oder so. Und ich würde es nicht nochmal machen. Ich würde nicht nochmal meinen Master im Fernstudium machen, weil es schon sehr anstrengend war und auch nicht in dem Bereich, was ich studiert habe, würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Ich habe ja Logistik und Supply Chain studiert. Bin jetzt aber auch aus dieser Branche ja auch raus. Ja, aber ich habe ihn jetzt gemacht, er ist abgeschlossen und bin darüber sehr, sehr happy. Und was hast du studiert? Okay. Ja, habe ich gesagt, Logistik und Supply Chain Management in meinem Master. Mein Bachelor habe ich ja damals in Luftverkehrsmanagement gemacht, aber an der richtigen Uni. Ja, also bin jetzt fertig mit Abschlüssen und Weiterbildung und so. Also klar, weiterbilden kann man sich sonst immer noch, aber ich werde jetzt auch keinen Doktor oder so machen oder noch einen zweiten Master da. Also ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin nicht der Typ fürs Studieren.
fürs Lernen und sowas, auswendig lernen. Ach, nee. Reicht jetzt auch. Ja, und wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Habe ich bereits beantwortet. Ja, das war die letzte Frage von euch. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt bei der Fragerunde. Und ja, wie gesagt, das war das letzte Q&A für 2022. Es wird natürlich noch einige im 2023 geben. Und es wird tatsächlich jetzt auch noch ein Recap-Video auf YouTube geben über 2022, was ist passiert hier auf dem YouTube-Kanal, wo war ich, was habe ich erlebt oder was haben wir erlebt. Und das muss ich tatsächlich noch zusammenschneiden und ein bisschen raussuchen. Aber das kommt dann wahrscheinlich, jetzt muss ich mal auf den Kalender gucken, an Silvester, glaube ich, raus. Moment. Ich habe ja immer meinen Upload-Kalender auf falsches Handy dafür. Ach, wenn man zu viele Handys hat. Genau, also mein. Nee, am 31. Dezember kommt das Review-Video zu 2022 online. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Rest-Weihnachtstage und rutscht gut ins neue Jahr, wenn wir uns dann nicht mehr hören sollten. Und wir sehen uns auf jeden Fall ganz, ganz oft in 2023, aber auch noch in 2022 mit ein paar Videos. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald.